Nach der tagelangen Odyssee im Mittelmeer kehrt das Rettungsschiff Aquarius in die Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste zurück. Der Koordinator der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Nicolas Staller, bereitet den nächsten Einsatz vor. Die Mission von SOS Mediterranee besteht darin, auf See zu sein. Solange es einen Bedarf für die Aquarius gibt, werden wir dort sein. Das Schiff hat den Hafen im spanischen Valencia verlassen. Italien hatte dem Schiff die Einfahrt in einen Hafen verwehrt. Dazu Alois Wimmert von Ärzte ohne Grenzen. Wir überlassen es den Politikern, Verantwortung zu übernehmen. Wir glauben, dass diese ganze Geschichte gezeigt hat, dass Politiker ihre Verantwortung nicht übernommen haben und sogar gegen das Gesetz verstoßen haben, nämlich gegen das internationale Seerecht. Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini will die privaten Seenotretter aus dem Mittelmeer vertreiben und könnte der Aquarius erneut das Einlaufen verwehren.